Ich bin von Kopf bis Fuß auf Erich eingestellt, denn das war meine bla bla bla. Wir durchschauen einander jederzeit voll Entzücken und fallen ebenso prompt jederzeit wieder auf den anderen herein. Leicht war es fürwahr nicht, sich zu trennen. Aber nur die Trennung des Pumas war die Rettung. Georg, Mann! Setz deinen Helm auf! Deine Platte ist für jeden Scharfschützen das ideale Ziel! Da ist keiner mehr! Das gibt keinen Gegenangriff! Ganz ruhig! Ich hab dir gesagt, du sollst dir was anziehen. Du willst das Zimmer doch auch voll haben. Was stellst du dir so an? Hast du dich hier nicht zu präsentieren. Ich bin doch auch nicht böse. Ich hab dir das gesagt. So, ich auch. Oh, komm. Ich möchte nicht tanzen. Ach, bitte. Bitte. Komm. Nein. Hallo. Da ist die Tür. Probier mal. Und dann bin ich ja im Krieg verschüttet worden. Boah, das war eine Erfahrung. Und anschließend die Zeit in der Anstalt. Boah, da habe ich Sachen und Leute erlebt. Aber jetzt bin ich ja zum Glück geheilt und bin froh, dass ich bei euch hier in diesem Gasthaus bin. Und sonst? Irgendwelche Wünsche? Nee, eigentlich geht's mir gut. Die Haare sind gefärbt. Ingeborg, komm, ja. Schau mal, wen wir zu Besuch haben. Hallo. Das ist Colette und ja. Sie ist die Frau von Erich Maria Remarque. Ich habe dir doch gerade das Buch von ihm empfohlen. Ja. Im Westen nichts Neues. Ja, das war wirklich sehr beeindruckend. Aber sie habe ich doch auch schon mal in einem Film gesehen. Ja, moderne Zeiten mit Charlie. Meine Frau und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für diesen wirklich wundervollen Abend. Unser Fahrer wird Sie nach Hause bringen.